Hallo meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder hier mit einem neuen Part von Let's Play Stellar Blade. Wir sind beim letzten Mal wieder nach Zion zurückgekehrt, um dort die zweite Hyperzelle abzuliefern. Und jetzt sind sogar auch einige Leute etwas, sagen wir mal, toleranter uns gegenüber. Also sie wissen jetzt, dass wir ihnen helfen wollen und gucken jetzt uns auch nicht mehr so sehr schief von der Seite an. Auch ein paar andere Leute haben uns jetzt deswegen sogar auch hier um Hilfe gebeten. Darunter auch so ein ziemlich zwielichtiger Typ, der uns ein rätselhaftes Terminal in die Hand gedrückt hat. Und dann haben wir natürlich auch noch von Enya erfahren, dass Sue seit einiger Zeit irgendwie verschwunden ist. Und von Kaya haben wir ja deswegen erfahren, dass er auf der Suche nach einem Unterkörper-Exospine war. Und zwar vermuten wir jetzt deswegen ja auch, er will eigentlich ja dafür sorgen, dass Enya wieder laufen kann. Gut, ich wollte ja jetzt mal hier gucken. Also Kaya hat ja, glaube ich, keine weiteren Aufträge für uns. Und ich denke mal, für sie haben wir eigentlich ja natürlich auch erstmal noch eine etwas längere Questreihe vor uns, weil sie ja nach ihrer Schwester sucht, die ja schon auch seit einiger Zeit jetzt eigentlich ja hier verschwunden ist. Allerdings glaubt sie ja noch fest daran, dass diese am Leben ist. Gut, um Sue zu helfen, das nötige Teil zu finden, müssen wir ihnen ja jetzt eigentlich ja gleich ins Ödland folgen, aber vorher nehme ich noch die anderen Aufträge hier an, die ich jetzt hier offen habe. Einer war ja jetzt zum Beispiel jetzt noch hier in der Nähe vom... Genau, oh, der Typ sieht nicht gut aus. Hey, alles klar bei dir? Engel! Meine Schwester wurde entführt. Ich bitte dich, rette sie! Wo sind die Plünderer jetzt? Dort! Die Straße runter! Bleib, wo du bist! Okay. Machen wir am besten mal das hier. Todesengel. Dann habe ich wenigstens auch erstmal das hier. Also die müssen ja irgendwo hier lang sein. Hä? Nu? Sind irgendwo oben. Ah, okay, da sehe ich's. Komme ich da überhaupt hin? Ich habe zwar jetzt den Doppelsprung drauf, aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier überall hin kann. Na gut, anscheinend muss ich erstmal noch ein bisschen weiter höher. Also ich weiß nicht, ob ich von dort aus einen Weg finde, aber ich muss es versuchen. Nee, hier gibt's keinen. Sackgasse. Wohin jetzt lang? Und warte mal, was ist das hier? Das kannten wir noch gar nicht. Die Zion, Teil 1. Oder? Hatte ich den nicht schon? Da habe ich den jetzt nicht mitgenommen. Habe ich da irgendwie zwischendurch was nicht gespeichert oder so? Ich verstehe es gar nicht. Aha. Ah, ist auch egal. Ich lese das jetzt nicht vor. Jetzt ist aber die Frage, wie komme ich jetzt eigentlich ja dahin? Der Ort ist ja fast unerreichbar für uns. Also ich gehe mal davon aus, dass das die sein müssen, aber wie komme ich jetzt zu denen da hoch? Weil da kann ich ja auch nicht rauf. So, auf das Dach hier komme ich nicht hin. Du musst mir nochmal helfen, wie komme ich da hin? Rette meine Schwester! Oder gehe ich einfach hier lang? Das ist natürlich auch die Idee. Hey, ihr!
Das sieht mir sehr nach einer Falle aus. Autsch! Wieso? Engel, Engel, Engel. Alle nennen dich mit Freuden den Engel, nur weil du von der Kolonie kommst. Sind wir denn nicht auch nur Menschen? Hm? Warum müssen wir uns immer durch den Müll wühlen und vor den Nativas verstecken, nur um zu überleben? Wieso? Aber weißt du es nicht? Du musst es doch wissen. Ihr seid wahrlich echte Engel. Es gibt so viele Schätze, aber keine so wertvollen wie die Materialien in eurem Körper. Und bei einem so hochmodernen wie deinem, das wird ein Fest. Was soll ich sagen? Bedank dich später bei mir. Eve, geht es dir gut? Konzentrier dich nur auf mich, ja? Adam? Das waren Schwarzmarkthändler. Ich hätte nicht gedacht, dass die sogar Landetruppmitglieder angreifen. Was ist passiert? Sowas habe ich noch nie erlebt. Als ob wir mit den Nativas nicht schon genug Ärger am Hals hätten. Gehen wir zurück in den Unterschlupf und bringen das in Ordnung. Oha, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Todesengel. Mission complete. Oh Mann, das ging ja nochmal gerade gut. Danke, Adam, dass du uns da rausgehauen hast. Meine Fresse, das hätte ich jetzt eigentlich ja nicht so erwartet, dass es eigentlich auch solche Missionen gibt. Vor allem, dass die sogar auch eigentlich eine gewisse Handlung haben. Naja, gut, bei Sue und Enya habe ich das jetzt eigentlich auch schon irgendwie so ein bisschen begriffen, dass da eigentlich ja auch irgendwie so eine Art Questreihe ist. Mal sehen, ob das eigentlich ja auch dazu gehört, also dass wir da eigentlich ja nochmal irgendwie diese Schwarzmarkttypen nicht zum letzten Mal gesehen haben. Oh Mann, das war jetzt aber wirklich so ein bisschen leichter Schock für mich. Ich dachte eben schon gerade jetzt echt, dass es irgendwie so eine Art geheimes Game Over ist oder so. Guten Tag. Platzier nicht einfach rein. Ich habe bereits geschlossen. Oh, Engel. Was machst du denn hier? Ich habe Geräusche gehört. Alles okay? Oh, das wollte ich nicht. Entschuldige die Störung, Engel. Wie du siehst, ist das ein Geschäft. Ich handle mit allem Möglichen. Nur habe ich gerade ein großes Problem. Was ist los? Nun, ich hatte einen richtigen Schatz im Laden. Er war quasi wie mein Schutzengel. Einen stehenden Buddha aus vergoldeter Bronze. Sehr alt und äußerst wertvoll. Meine Tochter Erin hat ihn mir gestohlen. Der Buddha beschützt dieses Geschäft. Sie weiß, wie wertvoll er ist. Sie will ihn bestimmt auf dem Markt verkaufen. Verstehe. Gut, ich mache mich dann auf den Weg. Danke, Engel. Wenn du den Scavengern auf dem Markt Angst machst, sagen sie dir bestimmt, wo er ist. Ich soll was? Ja, Engel. Ich bitte dich, bring mir meinen vergoldeten Buddha wieder zurück. Bitte, ich flehe dich an. Gut, ich werde es versuchen. Angst machen, hä? Na ja, gut, mit ein paar von den Scavengers habe ich ja jetzt eh eine Rechnung offen, also passt mir das eigentlich ein bisschen in den Kram. Oh, warte mal, hier ist ja auch noch eine Mission.
Ja, es ist hier unten. Hallo? Ah, du bist das. Hi. Engel? Engel! Lass das. Ich bin kein Engel. Ich bin... ein Kind? Engel, der nette Mann da drüben hat mich gebeten, dir das zu geben. Was ist das? Keine Ahnung, aber ich habe einen Auftrag erledigt. Mach's gut. Ich war ganz nah an dem Engel dran. Ja, sehr schön. Seltsam. Irgendein Kind zu schicken, statt selbst zu mir zu kommen. Was ist das für ein Programm? Antragsschreiben. Verzeih mir, dass ich meine Identität auf diese Weise verheimliche. Ich habe gehört, dass der untere Teil von Ada 7 und von Petelos Plaza wegen der Überschwemmungen nicht erreichbar ist. Das hier ist ein Wiederherstellungsprogramm zur Kontrolle des defekten Kanalisationsgeräts. Hiermit kannst du das Wasser aus dem Plaza entfernen und dich im Lagerhaus 77 umsehen. Du wirst wissen, weshalb ich dich darum bitte, wenn du dort bist. Petelos Plaza. Oh, hat das was mit dem überfluteten Einkaufszentrum zu tun? Was für ein schwammiger Auftrag. Klingt nach einer Falle. Kann sein. Das finden wir schon raus. Was soll ich tun? Na, was wohl? Wir werden die Falle aktivieren. Denn ich bin ja nämlich schon ein bisschen neugierig, was es eigentlich ja damit auf sich hat, ob das wieder was mit den Scavengers zu tun hat. Immerhin, dieser Auftrag war vorher noch nicht verfügbar, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er eigentlich ja Teil der Questreihe ist. Gut möglich, dass die Scavengers uns eigentlich auch dort wieder eigentlich ja jetzt hier über die, eigentlich eine Falle stellen wollen. Aber das passt mir sowieso in den Kram, weil ich wollte ja sowieso eigentlich ja nochmal mal nach Ada 7 zurück, um mir dort eigentlich ja mal ein paar Orte anzusehen. Gut, ah, da ist der Auftraggeber. Hallo du, wie geht's dir? Möge Mother Sphere dich segnen. Ja. Dass ich dich hier treffe, habe ich Mother Sphere zu verdanken. Sie hat meine Gebete erhört. Wenn du nur wegen Mother Sphere den ganzen Weg zur Erde auf dich genommen hast, dann wirst du dir meine Bitte doch bestimmt anhören. Was denn? Ich habe einen Bruder, ein guter Kerl, so gläubig wie ich, wenn nicht noch mehr. Leider hatte es nicht rechtzeitig aus Ada 7 rausgeschafft, als die Stadt unterging. Ada 7. Nun, es wäre töricht zu glauben, dass er überlebt haben könnte. Aber ich hätte zumindest gern sein Buch der Erzählungen. Es hat ihm sehr viel bedeutet. Für uns ist dieses Buch mehr wert als unser eigenes Leben. Mein Bruder hat in der Bibliothek von Ada 7 gearbeitet. So wie ich ihn kenne, ist er bis zum Ende dort geblieben und hat das Buch beschützt. Bitte, bring mir das Buch der Erzählungen aus der Bibliothek. Es sollte leicht zu finden sein. Auf dem Einband ist ein goldener Kreis eingraviert. Na gut. Danke. Und sei dir sicher, Mother Sphere wird über dich wachen. Alles klar. Ja, wie gesagt, also Ada 7, da wollte ich ja eh nochmal hin und es ist eigentlich ja ganz gut, dass da eigentlich ja jetzt ein bisschen mehr noch dazukommt. Also ich muss ja eh noch einiges da eigentlich ja quasi vervollständigen. Buch des Glaubens in der Weisheit 2:1-4. Alle Weisheit stammt von dieser Erde. Der große Vater hat Mother Sphere erschaffen und die Mother hat uns erschaffen. Der Untergang der Kolonie hat uns in Asche und Staub zurückgelassen. Doch denk daran, die Providence ist These, Antithese, Synthese. Mother Sphere ist weise und sie wird uns in der Stunde des nahenden Unheils Erlösung zuteil werden lassen. Deshalb möge Mother Spheres Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Wir werden in die Wiege zurückkehren. Hier sind ja noch mehr Bücher. Nehme ich alles mit, damit wir das ja natürlich im Archiv haben. Okay. Hier prüft sie eigentlich ja nur. Die verlorenen 72 Jahre, Teil 3. Die Netibas haben uns besiegt. Manche von uns blieben auf der Oberfläche, manche kehrten auf Mother Spheres Befehl hin zur Kolonie zurück. Wir wissen immer noch nicht, wonach sie entschieden hat, wer bleiben muss und wer gehen darf. Diejenigen, die zur Kolonie zurückkehrten, werden oft himmlisches Königreich genannt und mit Hass bedacht. Doch ist Mother Sphere
wie ich schon zuvor schrieb, nichts weiter als eine Anhäufung von Wissen und Willen. Sie zieht eine Gruppe der anderen vor, jede Entscheidung, die sie trifft, trifft sie allein aus logischen Gründen. Das mag für manche Menschen schwer zu begreifen sein, aber das ist ein anderes Thema. Wir alle mussten auf der Oberfläche Not leiden. Zwietracht und Neid führten dazu, dass die Bewohner der Oberfläche jene hassen, die zur Kolonie zurückgekehrt sind. Es ist offensichtlich, dass die Bürger Sions die Koloniebewohner hassen, weil ihnen ein komfortables Leben in der Kolonie verwehrt blieb. Immerhin schwebt man in der Kolonie nicht ständig in Lebensgefahr, aber ich frage mich dennoch, ist die Kolonie wirklich das Paradies, für das alle sie halten? Tja, wer weiß. Hier ist noch was. Okay, hier ist nichts Besonderes. So, hier ist aber noch ein Buch. Wie man Stil in eine Konversation bringt. Halten Sie sich für zu ernst? Haben Sie das Gefühl, keine Gespräche führen zu können? Dann empfehlen wir Ihnen, einen kleinen Witz, die Stimmung aufzulockern. Beispiel: Was trinken Führungskräfte? Die Antwort lautet: Leitungswasser. Okay. Scheint mir eine tolle Idee zu sein. Das muss ich bei meiner nächsten Predigt ausprobieren. Alles gelogen. Mögen die Natibas dich bei lebendigem Leib auffressen, du Betrüger! Ja, von wegen. Echt mal. Aber der Witz war echt ein bisschen zu flach. Ich habe ihn zwar verstanden, aber trotzdem. So, habe ich irgendwas Neues? Nee. Gut, neue Bücher fürs Archiv. Das klingt schon mal gar nicht so verkehrt. So, alles klar. Wir haben ja jetzt erstmal noch so zwei Sachen. Genau, begib dich in die Stille Straße von Ada 7, begib dich zum überschwemmten Handelssektor, befrage die Händler auf dem Schrottmarkt. Mhm. So, hier muss ich ja zum Solarturm. Das Leben der Scavenger, das verbotene Gebiet. Wie komme ich da eigentlich hin? Und vor allem, was ist das verbotene Gebiet? In welcher Region ist das? Muss ich dazu zum Beispiel jetzt eigentlich ja dafür nach Matrix 11 gehen oder so? Hier ist auch wieder eine neue Mission. Ja, ich habe auf jeden Fall einiges zu tun. Also klar ist jetzt eigentlich ja das, was ich als erstes machen werde, ist gleich zum Solarturm zu gehen. Dann wollen wir natürlich nach Ada 7 zurück, weil ich ja da auch noch einiges suchen muss. Oh, und ich habe jetzt eigentlich ja total vergessen, ich muss ja auch noch vielleicht das schwarze Brett noch mal checken. So, du bist der nächste Auftraggeber. Hey, du, Engel. Lust auf ein bisschen Geschichtsunterricht? Geschichte? Ich bin interessiert. Meine Güte, das ist ja meine Überraschung. Freut mich sehr, dass es dich interessiert. Die Bürger hier sind zu erschöpft und abgestumpft, um die Wunder der Geschichte zu begreifen. Nun, ich weiß nicht so recht. Ich interessiere mich besonders für organische Zivilisationen, so wie die Menschen, die vor uns hier waren. Leider sind uns nicht viele Aufzeichnungen erhalten geblieben. Als würde man nicht wollen, dass wir sie sehen. Ist das nicht seltsam? Auch wenn die Geschichte vernachlässigt wurde, nirgendwo werden organische Menschen erwähnt. Es fühlt sich fast an wie verbotenes Wissen. Ist das nicht aufregend? Ha! Und wie? Neugier ist der Antrieb der Menschheit. Wir lernen unentwegt. Hör mal, ich habe da schon eine Idee, wie man an solche Aufzeichnungen über organische Menschen rankommen könnte. Ich habe gehört, du hast die Halle der Aufzeichnungen in Ada 7 besucht. Stimmt das? Und du hast dort eine Hyperzelle geborgen. Das kann sein, allerdings... Ja, dann erfüll mir bitte einen Wunsch. Bitte recherchiere nach Informationen zu organischen Menschen über das Terminal in der Halle der Aufzeichnungen. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Bitte, ja? Aber die Halle der Aufzeichnungen ist doch längst... Eve, hör mal. Du solltest dich mit dem Informationsterminal über den Türschalter beim Eingang verbinden können. Lily, möchtest du vielleicht mitkommen? Natürlich, ich bin doch neugierig. Ich will unbedingt mehr von der Zivilisation vor uns erfahren. Gut,
Wenn ich wieder in Ada 7 bin, halte ich danach Ausschau. Ja, ich wusste es. Siehst du, du und ich haben etwas gemeinsam. Sehr schön. Ich bleibe hier und warte geduldig auf deine Rückkehr. Na los, hopp, hopp. Ja, ich gehe ja schon. Meine Güte, Tabu. Das klingt ja gar nicht mal so uninteressant. Ja, was sagt man dazu? Alle Wege führen nach Ada 7. Ja gut, ich denke mal, das schwarze Brett kann erstmal warten. Zuerst einmal gehe ich tatsächlich ins Ödland und zum Solarturm, damit ich ja dort zufinden kann. Vielleicht kann er mir ja weiterhelfen. Vielleicht, beziehungsweise vielleicht haben wir ja irgendwie ja doch Glück und finden etwas, um Enya zu helfen dann. Ich bin ja schon mal sehr neugierig. So, der Solarturm ist sogar tatsächlich hier. Da kann ich sogar auch in die Schnellreise rein. Okay, Schnellreise und dann hier rüber. Irgendwo muss Su hier ja sein. Was haben wir hier? Ah, Geheimsache. Untersuche die Spur von Su. Ah, okay, gut. Das sind eigentlich ja mal ein paar mehrere Sachen. Warte mal, gehe ich in die richtige Richtung? Ja, tu. Nicht alle auf einmal, Kinder. Wow. Aber was ist mit dem los? Macht er hier jetzt einen auf Kratos oder was? Das gibt's ja nicht. Sind das Heckenkeiler? Das sind aber ganz schön viele. Ja. Wie ich das hier vermisst habe. Ich bezweifle stark, dass er sich verstecken konnte. Das ist doch seine Waffe. Lass mal sehen. Er muss sie im Kampf verloren haben. Viel Munition ist nicht mehr übrig. Das ist kein wirklich gutes Zeichen, oder? Nein, er ist hier nicht gestorben, da bin ich mir sicher. Wenn er sie bei einem Angriff verloren hätte, wäre seine Leiche hier irgendwo. Ja, meine Vermutung ist, die Waffe hatte Ladehemmungen. Und er hat sie deswegen weggeworfen, damit er schneller fliehen konnte. So, hier ist noch etwas. Ermittlungsaufzeichnungen. Solarturm. Dienstdrohnen sind nach wie vor immer noch in Betrieb. Ja, sind noch immer in Betrieb. Ich habe alle relevanten Informationen überprüft, aber ich konnte nichts Nützliches finden. Solarturm der nördlichen Region. Der Untergang der Kolonie hat das Land verwüstet und eine große Schlucht geschaffen. Sie ist schwer zu erreichen und gefährlich, deshalb habe ich beschlossen, meine Suche nicht weiter fortzusetzen. Solarturm der östlichen Region. Komplexes Felsgelände und ein Haufen Schrott. Entgegen meiner Annahme habe ich nicht viel erfahren. Solarturm der westlichen Region. Suche ist geplant. Okay. Er war hier, also der Solarturm der westlichen Region, das ist tatsächlich dieser hier. Okay, ich brauche noch mehr Anhaltspunkte. Ja, was aber aufgefallen ist, es sind ganz schön viele von diesen Typen hier. Gut, der ist erledigt. Warte mal kurz. Wo sind die nächsten Spuren? Also hier ist tatsächlich eine.
Ah, hier vorne. Oha. Diese Leichen sieht für mich so aus, als wären sie schon länger tot. Was heißt? Man muss einiges drauf haben, um im Ödland zu überleben. Sue hat das Zeug dazu. Oder er hatte einfach Glück. Ja, wahrscheinlich sogar eine Menge Glück. Vielleicht sogar auch etwas von beidem. Immerhin, er hat es sich eigentlich ja mit den ganzen Nativers hier eigentlich ja hier ein bisschen verscherzt, könnte man sagen. Trotzdem hat er es geschafft, ihnen zu entkommen. Alter, nicht immer alle auf einmal hier. Hält der Flip hier nicht so aus? Boah, das war knapp. So, wo war jetzt die Stelle? Hier drüben. Suchverlauf. Bin am Solarturm angekommen. In diesen Ruinen finde ich sicher die nötige Ausrüstung für Enya. Ich muss die Vorratsbehälter, die zerstörten Rüstungsteile und die ganzen Metallberge durchsuchen. Angeblich war dies das Schlachtfeld des letzten Kriegs. Durch den Untergang der Kolonie und den Lauf der Zeit schien viel verloren gegangen zu sein. Außerdem muss ich feststellen, dass sich hier eine Herde von Heckenkeilern angesiedelt hat. Diese Monster fressen selbst Stahlschrott, wenn es darauf ankommt. Wenn wir sie so weitermachen lassen, wird hier bald nichts mehr übrig sein. Laut den Informationen aus dem Untersuchungslager hat Zu irgendwo in der Nähe dieses Gebiets nach etwas gesucht. Er war hier in mindestens einen Kampf verwickelt. Wenn nicht, sogar noch mehr. Und du denkst, er hat einen Fehler gemacht? Da wurde überrascht und dann ist alles schiefgegangen? Ich habe die gesammelten Fußabdruckdaten in den Scanner eingegeben. Glücklicherweise scheinen hier noch nicht viele Leute durchgekommen zu sein. Also gut, finden wir es so. Ich hoffe, er ist am Leben. Ja, das hoffe ich auch. Naja, ich weiß nicht, der Typ sieht nicht so aus, als ob er so einfach drauf geht. Lichte Hoffnung. Hier vielleicht? Ne, das ist eigentlich ja nur das hier. Das Leben der Scavenger? Okay, hier habe ich noch keinen konkreten Hinweis. Ah, hier, warte mal, da ist was. Okay, er befindet sich in einem Areal, in dem ich tatsächlich noch gar nicht so direkt war. Kann das sein? Ich muss auf jeden Fall erstmal einen ziemlichen Umweg laufen, um jetzt eigentlich ja da hinzukommen. Machen wir uns schon mal so ein Stückchen auf dem Weg. Also ich wollte jetzt eh erstmal ins Lager reingehen. Meine Güte, das sind ganz schön viele von euch hier. So viele Heckenkeiler, das ist doch nicht normal. Ach Mann, Alter. Ja klar, gleich drei auf einmal. Also ich hau ab. Ihr könnt mich mal. Okay, die lassen mich nicht in Ruhe. Nicht gut. Aua. Okay, ich glaube, ich muss wegrennen. Hoffentlich lassen sie irgendwann mal von mir ab. Oder zumindest geht die Hälfte von denen eigentlich ja jetzt eigentlich ja wieder weg.
Okay, gut, sie haben aufgegeben. Gut, aber das Areal ist trotzdem nicht so ganz sicher hier. Aber ich bin ja fast eigentlich ja da, also immer. Okay, wer bist du? Testament von Scavenger 212. Ein passender Tod für einen Scavenger. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich habe geschworen, als Scavenger aufzuhören, sobald dieser Auftrag erledigt ist. Dieses Versprechen kann ich wohl nicht mehr halten. Das ist natürlich übel. Okay, gut. Hier scheint erstmal nichts los zu sein. Also ich denke mal, ich bleibe erstmal in der Nähe von dem toten Scavenger hier stehen und werde einfach mal den Part beenden. Also dann, vielen Dank wieder fürs Zuschauen und beim nächsten Mal werden wir dann hoffentlich herausfinden, was mit Sue wirklich geschehen ist. Hoffentlich lebt er noch, also zumindest kann man davon noch ausgehen. Und ob er natürlich irgendwann auch mal mit seiner Suche einen Erfolg haben wird. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!